Ich bin Beatrix Heidemann. Ich bin Ärztin. Ich finde die Filme der Aktion Alles dicht machen ziemlich gelungen. Zum Teil konnte ich lauthals lachen. Danke dafür an die Künstlerinnen. In der Psychologie nennt man das nicht Satire, sondern paradoxe Intervention. Die wendet man an, wenn sich Patientinnen massiv gegen die Erkenntnis wehren, dass ihre Gedanken, Gefühle oder Handlungen unsinnig, zum Teil sogar falsch sind. Seit über einem Jahr machen uns unsere Politikerinnen genau dieses Verhalten vor. Deshalb finde ich es einen mutigen Versuch von den Künstlerinnen zu bewirken, dass die Gesellschaft an ihren Filmen aufwachen kann. Dass sie dafür nun beschimpft, zum Teil massiv bedroht werden, war leider zu erwarten. Für mich ist es ein weiterer Beweis dafür, wie schlecht es in der Bundesrepublik Deutschland mit der Meinungsfreiheit bestellt ist.